Die Zwickauer Tafel rettet in der Region jedes Jahr zwischen 270 bis zu 320 Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung. Sie könnte noch weit mehr leisten, wenn größere und geeignetere Lagerräume zur Verfügung stünden. Das Gebäude im Vostokweg ist längst zu klein geworden. Den Mitarbeitern wächst das Problem wortwörtlich über den Kopf. Die Lagerkapazität reicht einfach nicht mehr aus. In Stoßzeiten müssen die Lebensmittel übergangsweise selbst in den Büros zwischengelagert werden. Ich bin ja jetzt kein Schwarzmaler, aber es ist schon ein bisschen erschreckend. Wir haben jetzt gerade den Erntedank über Wochen jetzt hier eingefahren, heißt die Kollegen, die Helfer der Zwickauer Tafel. Und wir haben aufgrund der Entwicklung, dass quasi das ja ein städtisches Gebäude ist und oben drüber uns die Lagerflächen nicht mehr zur Verfügung stehen, die Situation, dass wir hier im Büro stehen, was man als solches nicht mehr so gut erkennt und dass wir eben für die berühmten schlechten Zeiten nicht mehr die Lagerfläche zur Verfügung haben, um eben länger haltbare Lebensmittel hier zu bevorraten. Ein neues Objekt hat man im Auge. Aus Gründen, dass wir keinen darauf aufmerksam machen, welches Objekt das ist, um nicht Konkurrenz zu schaffen, würde ich jetzt mal darauf verzichten wollen, wo das ist. 1000 Quadratmeter bietet es an Fläche und damit könnte man über den Daumen mehr als das Doppelte an Lebensmitteln retten als bisher. Dann wären wir in der Lage, locker zusätzlich nochmal 700 bis 800 Tonnen aufzunehmen, weil es gibt zwischen dem, was wir tagtäglich machen, also immer so kleine Tafelsprinter abholen, und dem, was angefragt wird, eine riesige Kluft. Das heißt, zwischendrin gibt es keine Größenordnung. Das nächste, was dann als Anfrage kommt, können Sie einen 40 Tonner abnehmen. Da sind wir natürlich regelmäßig gezwungen, Nein zu sagen, weil wir das gar nicht regeln können. Und darum geht es aber. Also ich habe es vorhin ja erwähnt, im Jahr 2020 wurden alleine im Bundesverband in Berlin 190 LKW-Ladungen abgelehnt, weil wir keine Lagerkapazitäten haben, also deutschlandweit. Und das trifft uns im Kleinen auch. Und diese Lebensmittelverschwendung, die da stattfindet, dem wollen wir die Stirn bieten und da wollen wir auch kämpfen dafür, dass noch mehr Lebensmittel dem eigentlichen Zweck zugeführt werden, nämlich denen, denen es nicht so gut geht, zu verteilen und den Tafeln in der Region eben auch noch mit Unterstützung zukommen zu lassen. Zwischen 1.700 und 2.000 Kunden werden derzeit versorgt. Mit dem neuen Lager könnte man zweimal so viel bedienen. Das neue Objekt punktet nicht nur in Sachen Größe, es bringt auch Vorteile für die Mitarbeiter und Zulieferer. Eins der wichtigsten Eigenschaften, das dieses Gebäude besitzt, ist Barrierefreiheit. Also nicht nur, dass unsere Mitarbeiter dann endlich mit Hubwagen und Palette hantieren können, um sich selber körperlich zu entlasten. Wir haben es gehört, Durchschnittsalter der Tafelhelfer irgendwas zwischen 65 und 68. Sondern es ist eben auch die Barrierefreiheit für unsere Kunden. Also ne, die älteren Bürger mit Rollator nehmen zu, Rollstuhlfahrer etc. Und das ist für die Tafelarbeit das Nonplusultra, Barrierefreiheit, sowohl für Lebensmittel holen als auch für die Kunden, die zu uns kommen. Und dann natürlich einfach nur die Fläche. Ne? Also wir können dort gut hantieren. Wir haben die Möglichkeiten der Kühlung, die haben wir jetzt nur begrenzt über Kühlschränke. Da reden wir richtig über Kühlzellen. Wir hatten eine Laderampe dran, wo eben auch LKWs ranfahren können. Das ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Größenordnung, die wir aber sehen, dass wir das schultern könnten, weil eben dann die körperliche Entlastung da ist. Mehr Fläche, mehr Komfort, das alles kostet Geld. Wir reden da über Miet- und Mietnebenkosten von ca. 90.000 Euro im Jahr. Das hat uns aber umgetrieben zu sagen, da müssen wir unbedingt einen Aufruf starten, weil da macht es auch wieder wie bei allem die Masse. Das heißt, ich erwarte jetzt keinen einzelnen Spender, der sagt, okay, liebe Zwickauer Tafel, ich gebe euch jetzt jährlich 90.000 Euro und dann könnt ihr euch das Objekt anmieten. Sondern mir geht es eher darum, wieder das auf breite Schultern zu verteilen, wie wir es bei anderen Spendenaktionen auch machen. Und da wäre eben gerade auch für mich auch im Fokus die Firmen, die vielleicht mit 500 Euro im Monat übers Jahr gesehen 6.000 Euro spenden. Wenn das viele Firmen machen, haben wir da relativ schnell ein Ergebnis. Ich bin mir bewusst, dass 90.000 Euro viel Geld ist. Im Gegenzug dazu, 700 bis 800 Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren, sind es ungefähr 100 Euro pro Tonne. Das ist jetzt nicht der Brüller. Also da kann man sich gut fühlen, wenn man 100 Euro gibt und hat eine Tonne.
Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt. Also das ist so die Botschaft, die ich da nur geben kann. Ich hoffe und wünsche, dass viele uns dabei unterstützen im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Dem Verein sitzt die Zeit im Nacken, denn es ist nicht mehr so weit hin und Weihnachten steht vor der Tür. Hier ist die Spendenwilligkeit jedes Jahr am größten. Das ist eine der größten Herausforderungen, die jetzt gleich unmittelbar ins Haus stehen, weil im Oktober schicken wir eigentlich die Aufrufe raus. Und hier ist ja wirklich, man sieht es ja hinter mir, da steht der Erntedank. Im Schnitt werden 1000 Päckchen für die Weihnachtspäckchenaktion gespendet. Da brauchen wir teilweise auch schon gar nicht mehr aufrufen. Das ist schon ein eingeschliffener Spendenaufruf, der in den Gedanken unserer Spender festhängt. Gott sei Dank und glücklicherweise. Wie wir das hinkriegen, wissen wir noch nicht. Wir wollen aber auch die Spendenaktion nicht sterben lassen, weil wir nicht wissen, wohin. Sondern da gilt das Prinzip Hoffnung. Wir werden das irgendwie hinkriegen, aber dann auch nur noch dieses Jahr. Weil es kommt auch noch der umgekehrte Adventskalender. Das sind so ähnliche Größenordnungen. 300 solche Kisten, wie sie hinter mir stehen. Das schaffen wir dann nicht mehr. Also wenn wir die Unterstützung da nicht kriegen, müssen wir schweren Herzens ganz neu aufgelegte und sehr wichtige Spendenaufrufe einfach sterben lassen. Und das können wir uns, nee, es tut mir leid, das können wir uns nicht erlauben. Super.